Willkommen, ihr fabelhaften Krebse und auch Krebsaszendenten, zu meinem Liebeshoroskop im Monat Juni. Mein Name ist Antonia Langsdorf und ich schaue, wie prickelnd die Sterne in diesem Monat für euch stehen. Ja, am Anfang bist du vielleicht ein bisschen verträumt und die Liebe versteckt sich etwas. Liebesplanet Venus steht für dich im 12. Haus, ist ein bisschen so im Rückzug. Vielleicht träumst du mehr von der Liebe, als du sie wirklich auslebst. Aber weißt du was, du kannst dich entspannen, dein großer Auftritt kommt. Und insofern brauchst du überhaupt nicht nervös zu werden, wenn du am Anfang so das Gefühl hast, es passiert nicht viel oder du wirst vielleicht nicht so richtig wahrgenommen. Das wird sich alles ändern. Dann geht der Mond durch dein Zeichen, das ist für Krebsgeborene und auch Krebsaszendenten auch immer sehr wichtig. Das ist so am 6. und 7. rum, da bist du wahrscheinlich etwas launisch. Da vielleicht aufpassen, dass es nicht zu einer Auseinandersetzung kommt, die ganz unnötig ist. Da würde ich den Ball einfach flach halten, mich vielleicht lieber zurückziehen oder mich mit einer Freundin treffen. Und vielleicht gehst du einfach was shoppen. Am 8. und am 9. wären dafür zwei gute Tage, um, wenn du ein bisschen Geld übrig hast und dafür sieht es eigentlich ganz gut aus bei dir, dann gönn dir doch einfach was Schönes. So, und ab dem 18. Juni steigen dann deine Aktien ganz gewaltig. Zusammen mit der Sonne läuft dann die Venus in dein Zeichen. Der Übergang in den Krebs ist ja am 21., also genau um die Sommersonnenwende rum wirst du aufblühen und dann ist dir die gesamte Aufmerksamkeit der Männerwelt sicher. Also du strahlst einfach was Tolles aus, was sehr anziehend wirkt und von daher wird es dann auch wieder interessant mit Einladungen, mit Begegnungen. Und es geht aber auch so ein bisschen von dir aus. Ja? Es wäre also wichtig, jetzt nicht zu warten, dass die anderen auf dich zukommen, sondern wirklich auch proaktiv loszuziehen und dich zu zeigen und dafür zu sorgen, dass du auf Einladungen auch gehst und wirklich auch, wenn du mitkriegst, dass irgendwo gefeiert wird, sieh zu, dass du eine Einladung bekommst. Also versteck dich nicht und schmoll auch nicht. Denk immer dran, wenn du irgendwo erscheinst bei irgendeiner tollen Fete, fragt keiner, wer dich da denn eigentlich eingeladen hat. Entscheide du, was du erleben willst, wo du mitmachen willst, wo du dabei sein willst und dich präsentieren willst, denn das lohnt sich dann. Du siehst einfach klasse aus, du hast eine super Ausstrahlung, dir fallen auch die richtigen Flirt-Ideen ein, ja. Und besonders prickelnd, um wirklich auch jemanden zu treffen und kennenzulernen, ist die Zeit vom 20., 21. und 23., 22. kannst du ja merken, rund um die Sommersonnenwende, weil dann nämlich der Mond dein Partnerhaus betont. Und jetzt noch wichtig, das ist eine ganz langfristige Konstellation für Krebsgeborene, besonders die Geburtstagskinder vom 7. bis 10. Juli sind davon betroffen. Ihr habt einen ganz, ganz wichtigen Planeten im Partnerhaus, der anzeigt, dass man sehr stark transformierende Liebeserlebnisse bekommen kann im Leben. Wenn ihr also jemanden kennenlernt, der irgendwie geheimnisvoll wirkt, vielleicht auch so ein bisschen unheimlich oder schwierig, vielleicht jemand aus dem Zeichen Skorpion oder Steinbock, das könnte jetzt dazu passen, Pluto im Steinbock eben, dann kann das eine große Sache werden. Ihr müsst dann bitte nur aufpassen, dass derjenige euch nicht unter Druck setzt. Ne? Pluto kann so anzeigen, jemand, der einen unter Druck setzt, dann ist vielleicht jemand in euch verliebt, möchte aber bitte, dass ihr euch so und so verhält oder will die Regeln vorgeben oder will euch verändern. Pluto ist Transformation und es kann Menschen anzeigen, die in euer Leben treten und euch jetzt sagen, dass ihr euch verändern müsst. Und da kann ich nur sagen, ihr müsst gar nichts. Im Gegenteil, wenn ihr ihr selbst bleibt, dann habt ihr die besten Chancen, auch so einen interessanten Mann zu beeindrucken. In dem Moment, in dem ihr dem Druck nicht nachgebt, findet ihr euch dann richtig interessant. Das ist nicht so einfach, weil Krebslein, die wollen ja immer mit allen in Harmonie sein, die wollen geliebt werden und die neigen auch dazu nachzugeben und sich vielleicht auch selbst zu verstellen, ja, und dann nicht sie selbst zu sein. Das dürft ihr nicht machen. Ihr müsst ihr selbst bleiben und vielleicht kann ja eine langsame Veränderung eintreten. Man kann sich auch zu seinem Besseren entwickeln und verändern. Aber das muss dann wirklich auch ein gutes Geben und Nehmen sein. Es darf nicht so sein, dass jemand auf euch Druck ausübt und ihr nur nachgebt, um demjenigen zu gefallen. Das ist ganz wichtig, damit ihr diese Konstellation optimal nutzen könnt, weil Pluto ist sowas, entgehen kann man dem nicht.
Aber man kann es eben wirklich so nutzen, dass man sich auf eine gute Art und Weise transformiert. Und deswegen ist es sehr wichtig, dass ihr, wenn ihr jemanden kennenlernt, euch den genau anguckt, euch Zeit nehmt, den kennenzulernen und euch überlegt, lohnt sich das, sich mit diesem Menschen zusammen weiterzuentwickeln. Und diejenigen Krebse, die jetzt wirklich auch schon in der Partnerschaft sind, für die kann das bedeuten, dass zum Beispiel der Partner stark unter Druck steht. Da muss man dann vielleicht Rücksicht drauf nehmen. Oder auch, Pluto gehört zum achten Haus, zum Skorpion, zur Sexualität, dass vielleicht der Partner irgendwas Neues mit euch ausprobieren will, was euch erstmal Angst einjagt. Und dann gilt hier auch wieder, ihr dürft euch nicht unter Druck setzen lassen, sondern ihr müsst es gemeinsam spielerisch entwickeln. Und da steht euch jetzt Mars zur Seite, der steht nämlich den ganzen Monat über in eurem Haus der Sexualität und Mars ist ja auch der Sexplanet. Insofern würde ich raten, probiert es dann auch wirklich ruhig aus, das lohnt sich. Ihr könnt da wirklich großartige Sachen erleben, aber ihr müsst euch Zeit lassen. Und wenn ihr am Anfang euch noch sträubt, ist das auch richtig, das muss dann passen. Ja, also lasst, das muss der richtige Moment muss dann auch da sein. Und ich schaue jetzt nochmal nach einem guten Aspekt für euch, der mit dem Mond dann vielleicht auch gut passt. Dann, also da ein guter Moment wäre ganz am Ende des Monats um den 30. rum. Da wäre das gut, das auszuprobieren. Ihr könnt aber auch schon mal so, genau um die Sonnenwende, da gibt es dann auch wieder sehr schöne Momente für euch, um euch auf was Spannendes einzulassen. Und der Mond würde euch dann auch schon am 16., 17. und 18. dabei unterstützen und ihr habt dann auch die Lilith mit drin, dann seid ihr vielleicht auch sowieso aufgelegt dazu, etwas Wildes auszuprobieren. Also wie gesagt, lasst euch ruhig ein, aber es muss Vertrauen da sein, es muss Liebe dann auch da sein. Es darf nie unter so einem Gefühl von, ich mache das jetzt, um dem zu gefallen oder ich mache das jetzt, weil ich den unbedingt behalten will. Also sobald ihr merkt, da kommt so ein Zwang auf oder irgendwas Unnatürliches oder ihr fühlt euch nicht wirklich wohl dabei, dann nicht. Nur wenn es passt, weil dann könnt ihr wirklich ein großartiges Transformationserlebnis auch durch die Sexualität erleben und euch ein Stück weiterentwickeln, euch befreien vielleicht auch und eine neue Stufe erklimmen und etwas erleben, was ihr auch vorher noch nie erlebt habt. Ist ja auch in der Sexualität so. Es gibt ja immer mal Sachen, die, wo man dachte, das werde ich nie erleben und sowas Großartiges und dann passiert es auf einmal. Und für solche Erlebnisse habt ihr tolle Konstellationen, wenn ihr einen Partner habt, dem ihr vertrauen könnt. Ja, wenn ihr mehr dazu wissen möchtet, wenn ihr auch vielleicht Geburtstagskind seid zwischen dem 7. und 10. Juli und diese Konstellation also ganz stark bei euch ausgeprägt ist, dann könnt ihr euch auch an mich wenden und eine persönliche Beratung bei mir buchen, um mehr darüber zu erfahren. Oder auch, wenn ihr einen spannenden Skorpion-Steinbock oder sonst einen spannenden Typen kennengelernt habt, aber nicht so recht wisst, Mensch, soll ich mich darauf einlassen oder nicht, dann bin ich für euch da. Und ansonsten geht es nächsten Monat weiter, wenn es euch gefällt mit dem Liebeshoroskop. Dann werde ich dann dabei bleiben und jeden Monat eins zur Verfügung stellen. Meine lieben Krebs und Krebsaszendenten, ach ja, und wenn ihr einen anderen Aszendenten habt als den Krebs, dann könnt ihr auch unter dem Horoskop schauen. Dann sind da auch noch interessante Informationen für euch dabei. Bis dahin erstmal alles Gute und ich wünsche euch einen schönen, prickelnden Juni.